Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2. Hier mit mir ist Select 3506. Beim letzten Mal haben wir Spiel mit Claire gestartet. So wie wir haben auch beinahe krepiert. So wie haben wir ein kleines Mädchen gesehen. Und ja, haben wir ansonsten paar Items bekommen, die wir mit Leon gar nicht hatten, und wir wollen nun das zweite Virgin Heart abholen. Wo war das noch gleich? Dort war Yarlings. Im Stars Office nicht. Ja, ich weiß wo. Ja, ich weiß auch den Weg dahin. So. Klong, 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 klong. Okay. Okay. Hier lang. Also hier lang eher. Nur da ging es eben ein bisschen schneller. Im Moment, ach egal. So. Einmal hier links und dann dort rein. Und. Moment. Ich hab's gleich. Hier ist zu, ne? Nee. Ah nein, oh, geh doch da nicht rein. Ich weiß doch jetzt wieder, was da ist. Nicht wundern, wenn ich übrigens ein bisschen müde klinge. Ich bin erst aufgestanden. Vor einer Stunde oder sowas. Also nicht wundern, wenn ich hin und wieder mal aus Versehen gähnen sollte. Ich versuche mich bestmöglich zu muten. Aber nun gut. Zeugt ja auch von Menschlichkeit sowas. So, hier vorne müssen wir rein. Genau. Langsam kenne ich den ganzen Komplex auswendig. Müsste ich langsam nennen. Zwei Wege kommen noch. Okay. Warum hat Leon das nicht geholt? Ist uns dann einfach gegeben. So, brauchen wir den noch? Oder schmeißt du den einfach weg? Ma. Und will you take the Virgin Heart? Jawohl. Dafür bräuchten wir noch ein Feuerzeug. Stimmt, Leon hat den irgendwann nochmal gebraucht, oder? Hatte der das oder hatte der das nicht? Ich weiß es gerade nicht mehr, ist schon weit schon her. Und, oder? Ah doch, 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 da wo er diese Pflanzen verbrannt hat. Ich weiß nicht, ob Claire das auch macht, aber mal gucken. So, zum Glück können hier nicht diese Türknaufe kaputt gehen. Im ersten Teil war das ja so in ein paar verschiedenen Räumen. Wenn wir uns oft durchgingen, sind die Knöpfe kaputt. Knaufe. Knäufe? Was sind die Mehrzahl von Knauf? Knauf, Knäufe? Tod, tot am todesten? Die Zombies sind tot. Wenn ich sie umbringe, sind sie noch toter. Hä? Macht keinen Sinn. Egal. Das klang so plausibel, dass es schon wieder falsch ist. Oder so. So, jetzt wollen wir wieder hier lang. Da, wo wir stehen geblieben sind. Wir brauchen nämlich noch einen neuen Schlüssel. Sonst können wir da unten nämlich nicht weiter. Und diesmal will ich halt ein bisschen effizienter die ganzen Wege abgehen. Effizienter, ja. Das hat man ja gesehen am Anfang. Oh. 2, 3, 4. Da geht er down. Sollte hier nicht noch einer sein? Sag ich doch. Oh, das war schlecht. Das war schon besser. 3, 4, 5. Blutet der aus? Der blutet aus. Sehr gut. Ah ja, okay. Der ist nur durchcoming. Okay, dann werden wir sehen, wie der abschmiert. Dann werden wir es in den
Och nee. Fuck it. Ah, der hat noch Munition, das weiß ich. Ja, komm. Immer schön ruhig bleiben. Wenn wir sehen, wie er abschmiert, wenn wir auf der True Scenario sind. Also im B, in der B-Route. Moment. Die Valve ist im anderen Untergeschoss? Okay. Habe ich wohl was vergessen zu holen. Ist die Frage, komme ich hier schneller dahin oder? Ah ne, hier kriegen wir die ja. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Und der 5. Also mehr als 5 halten die auf keinen Fall aus. Zumindest nicht am Anfang. Treffe ich den? Nö. Natürlich nicht. Wäre ja zu einfach. Oh, es sind 2. 2, 3. Und der 4. Oh. Und der 4 und der 4. Lebst du noch? Hallo? Haha. Ich habe nämlich gesehen, dass er nicht ausgeblutet ist. Der Bastard. So, hier vorne wie immer nicht durch die andere Tür gehen. Denn da kommt Zombreis raus. Das wollen wir vermeiden. Nothing special. Okay. Was haben wir hier? Da liegt eine Baugun. Wirefender. Warum liegt da eine Baugun? Ja, ich nehme sie dankbar mit und kann dafür nicht speichern. Den Wahlfändel brauchen wir ja noch irgendwo. Tap, tap, tap. Das heißt, Claire kriegt gar keine Shotgun. Schade, ich mochte die Shotgun. Okay, dann können wir jetzt aber hier lang. Ich bin gerade übelst schwer bewaffnet. Fällt mir gerade so ein. Und auf. Ich meine. Das, das und dafür noch Munition, das ist schon imba. Los, kleine, dreh! Dreh, wie du noch nie zuvor in deinem Leben gedreht hast! Boah, wie lange? RPD. Der schöne Heli. Dass man da nicht rein kann. Na gut, wo denn noch? Ich hab nichts gesagt. Und jetzt einfach mal. Geht das überhaupt? Nee. Haha, wusste ich's doch. I remembered. So. Kam das? Das müsste doch bei ihr kommen. Ich glaube, ich brauche die Virgin Hearts. Brauche ich die? Ja, brauche ich, ne? Das ist jetzt der Raum. Gut, dass hier vorne gleich die Box ist. So, wollen wir mal reintun. Dich. Und dich. Dann nehmen wir euch mit. Wenn auch immer ich diese Serpent-Platte da brauche. Ich habe keine Ahnung. Da muss ich mal ganz kurz am Auge jucken. Es tut ein bisschen weh. Was war denn das? Von draußen? Wayne. Ich hab nichts gehört. So, wollen wir hier einmal da einsetzen. Einmal das Glitzer hier mitnehmen. Oh, okay. Check. It's in the shape of a diamond. Kommt es mir nur so vor, da hat Claire tatsächlich weniger Schlüssel.
Und da drin ist. Was haben wir denn hier? Blue Stone. Okay. Hier war Ingram drin, ne? Ja. Hier nicht noch irgendwas? Irgendwas Tolles? Oh ja, hier hinten nicht. Da finden wir den Ölpainted Rap. Ah, okay. Dann war da nichts mehr. So, Diamond, 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 Diamond. Damit können wir auf jeden Fall jetzt im unteren Stockwerk weiter. Ich habe so ein schlechtes Gefühl wegen diesem Schrei. Ich habe keine Lust, irgendwelche Events zu triggern, die ich später bereuen könnte. Warum muss die denn Stones sammeln? Also Serpent Stone tue ich einfach mal weg. Genauso wie den Blue Stone. Was hatte Leon denn da zum Sammeln? Eigentlich nur diese Schlüssel. Mysteriös. Oder hatte Leon noch irgendwas anderes? Nö. Nicht, dass ich wüsste. So, gleich kommen wir auf den Raum mit den ganzen Zombies. Die mir nicht so gefallen ohne Shotgun. Aber naja. Notfall haben wir hier noch unseren Grenade-Luncher. Einfach draufhalten. Treffe ich? Tatsache. Hätte ich jetzt nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Ich wollte gerade sagen, ich wette, mindestens einer davon lebt noch. Oh, es lief doch ganz gut, möchte ich meinen. Brauche ich noch nicht. Lass ich da lieber mal liegen. Das da war zu, oder? Nee. Hier war einmal. Ah, hier war es hart. Oh. Hier braucht man hart und das andere ist von der anderen Seite verschlossen. Sprich, wir wollen da lang. So, da. Oh. 1, 2, 3. Okay, der blutet aus. Der hat seine Tage erhalten. Oh. 2, 3. Ist er jetzt nur umgekippt oder? Ne, er blutet auch aus. Oh. 3. 2, 3. Oh. 5. Ich wusste es. Ich dachte, gehen wir noch mal ein paar Sekündchen warten. Vielleicht blutet er noch aus, aber. Boah, nee, jetzt kommt gleich der Licker wieder durch die Scheibe geprescht. Guck mal, wie effektiv das Teil hier ist. Was haben wir denn da? Lass mich da durch. Eagle Stone. Ja, okay. Und das hier. Die Koordinaten. Eagle Stone, check. A 6-inch stone with an eagle edged. 6-inch. Sollte eigentlich nicht so klein sein. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch ein rotes Kraut und die andere Seite von diesem Raum.
Ich weiß, wir sind voll, aber mal reingucken. Da liegt zum Beispiel Pistol-Muni. So, 15 Schuss haben wir wieder. Nothing special. Okay, haben wir hier hinten vielleicht irgendwas? Nö. Sehr gut. Da brauchten wir die Klappe, ne? Genau. Sollten wir eigentlich auch gleich bekommen. Ich meine, wir haben jetzt Diamond und Spade gehabt. Sprich, es fehlt nur noch Klapp und Hart. Und Hart brauchen wir nur an einer Tür. Ja. Das war eigentlich das Ziel von Leon, ne? Die Schlüssel einfach zusammen und diese Uhr da oben reparieren. Denke ich. Tap, tap, tap. So, dann gehen wir mal hier rüber. Okay. Dann setzen wir da die Cord gleich ein, beziehungsweise legen hier erstmal dich ab. Ja. Passt schon. Ich habe viel zu wenig Platz, ey. Ich muss Leon alles wegklauen. Genauso wie er Claire alles weggeklaut hat. Falls ich das überhaupt kann. Nicht, dass jetzt hier. Ja. Nee, du hast mit Leon da alles eingesammelt. Jetzt musst du mit Claire zusehen. Das wäre natürlich blöd. Dann muss ich hier lang? Ja, dann da rechts lang. Oder? Ja, genau. Ich muss da ja wieder in den Raum mit diesen Officer. Und zwar da lang. So, ich speichere aber lieber mal. Weil wir das schon lange nicht gemacht haben. 17 Minuten. So, wie viel haben wir? Auf 5 sollten wir haben, ne? Genau. So, ja, komm. So, Claire A, 4 Darkroom. Und richtig. So. Das kommt mir immer so vor, als ob ich gähnen müsste. Na, wie nervig. So, dann hier lang. Oh. Da ist noch einer, aber den ignoriere ich mal gekonnt. Oh. Okay. Plastic Bomb. Was? All I need now to destroy the wall being blocked by the helicopter is a detonator. What? Enough C4 to clear the wall, but it needs a detonator. What? Na, es sind zwei. Wie der trotzdem noch auf mich zugekrochen kam, der Sack. So, mal gucken. Film. Okay. Sollte der gleiche sein wie bei Leon. Ich hoffe mal, ich finde hier jetzt nicht zu viel Stuff.